Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu Vigora auf der Xbox One X an diesem wunderschönen Mittwoch. Ja, natürlich am Mittwoch. Mittwoch ist Vigor-Tag, auch wenn ihr die ganze Woche von uns jeden Tag eine PUBG-Folge bekommt vom letzten Community Day Special. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich den Vogelmann und mich. Hallo Vogelmann! Hallo Toni! Achso, ich dachte schon, du bist weg oder so. Es kam jetzt so spät oder so. Machst du schon wieder ja, weil ich noch stumm war. Ach, du warst noch auf Stumm. Ach, so schön. Ja, Vogelmann, wir hatten uns ja vorgenommen, für die Folge andere Waffen mitzunehmen. Hast du eine andere Waffe mitgenommen? Ich habe eine Superschrotflinte dabei. Und was hast du dabei? Eine ganz tolle Waffe habe ich dabei. Keine Ahnung, ich muss gleich nochmal gucken, wie die ist. Ich habe es auf jeden Fall noch nie gespielt. Also, sofern meine Erinnerungen mich nicht trüben. Und ich kann mit der ordentlich ballern auf die Ferne. Und auch ordentlich Gas geben, oder? Ich kann dir sagen, wie sie heißt. PPSH-21. Achso, die. Ja, und auch die einzige Munition, die ich habe, sind 60 Schuss und mehr habe ich nicht. Ich kann auch noch keine Munition dafür craften. Oh, na super. Ja, also, ne, entweder oder. So, wo sind wir? Wo wollen wir hin? Wollen wir durch die Mitte laufen? Also hier hinten einmal rüber? Vorbei am Ort des Geschehens? Ich folge dir einfach. Ja, immer mal. Deine Aufnahme, deine Regeln. Ach echt, ja. Das ist cool. Steh darauf. Heute mal ausnahmsweise, ja. Geil. Achso, warte mal, ich nehme erstmal die Waffe an. So. Ich lasse es wieder vergessen. Zu viel PUBG in letzter Zeit. Hast du es gehört? Ich hätte schwören können, ich hätte schon in der Ferne schon wieder Schüsse gehört. Aber hier ist auf jeden Fall ein Häuschen, Pokémon. Und Bierflaschen. Jemand hat Bier gesoffen. Was ist das hier? Bier. Das ist der Ultra-Shit-Loot. Hier liegt was. Ich habe eine Waffe. Wo bist du hin? Im Haus, aber hier ist nichts. War echt nicht? Ich habe ein paar Samen noch gefunden draußen. Bist du noch im Haus drin? Oh. Was knackst du? Sag ich doch, ich habe doch was gehört. Ich bin bei dir, alles gut. Warte mal, du willst das da gerade looten, ne? Dann loote ich mal das eine Auto hier. Oder warte mal, mach du das eine Auto, ich mach den Wohnwagen. Okay. Ah, Munition. Wow. Wobei, vielleicht kriege ich ja Munition für die Waffe hier. Ich fühle mich hier aber so ein bisschen eingeengt, ne? Du dich auch. Wieso ist das ein Tierteller? Wollen wir hier hochgehen, diese Treppe? Die sieht so schön aus. Warte mal, du hast ja was liegen lassen. Stopp. Hast das Auto gar nicht gemacht. Ach. 15 Schuss Munition. Nix verpasst. Warum legst du dich hin? Ich will nur gucken. Achso. Ich dachte, was ist das? Das Gefühl, da oben sind welche. Mach mir keine Angst. Ich laufe jetzt geduckt. Aber denk dran. Die Soundkulisse ist hier stärker. Man kann uns hören. Ach, ich muss mich immer noch an die eine Folge erinnern, wo wir im Haus waren. Und die. Also hier oben die Straße scheint frei zu sein. Okay. Wenn du das sagst. Ja. Komm, wir lassen uns hier so lang gehen. Aber mein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl, das täuscht dich. Niemals ist da, wo die Kiste gleich runtergeht, irgendjemand. Das kannst du keinen erzählen. Oh, guck mal, wie schön das hier aussieht. Guck mal da. Screenshot. Oh, mit einem See davor. Ich glaube, wir waren auf der Karte hier noch nicht, oder? Auf der Schneekarte. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber das sehe ich gerade. Ich bin der Meinung, das Haus hier mit dem See. Gut, vielleicht kann das Wetter jetzt einfach nur täuschen, ne? Dass du so verschneit ist. Du kommst? Ja, ne? Ich hab dich verloren. Ne, ich bin hier. Da. Wollen wir hier runter? Oder wollen wir oben lang? Hä? Hat sich gerade bei mir das Haus bewegt? Oben lang. Ich glaube, das Haus hat sich gerade bei mir bewegt. Ist gerade gesprungen vor Freude. Herr Ton ist wieder da. Hey. So, wir müssen ja nur auf Fußabdrücke achten eigentlich. Eigentlich. Hier unten lang, guck mal, hier ist noch ein Haus. Hier ist noch ein Haus. Wir müssen leise sein. Ah, das ist hier auf. Das gefällt mir nicht, Vogelmann. Mein Bauchgefühl, ich hab's gesagt. Erstmal hier in die Bäume rein. Ah. Ich muss pinkeln.
kann auf jeden Fall das Haus sehen. Ich glaube nicht, dass da noch jemand drin ist, Vogelmann. Aber das ist ein kleines Haus. Das Haus ist wahrscheinlich leer. Schon so lange auf, ja, ja. Aber da brauchen wir schon mal nicht reingehen, das wird gelootet sein. Ich sehe dich gar nicht. Liegst du immer noch an der Stelle? Nee, nee, ich bin hier beim oben weitergegangen. Zum LKW hin. Zum LKW? Wollte von der anderen Seite ein bisschen gucken. Ach so, hier über die kleine Brücke rüber, ne? Ja. So, ich bin beim LKW. Wo bist du? Auch beim LKW. Ach da. Ah, ich hab den nicht gesehen. War der LKW davor. So, wir müssten jetzt eigentlich beim Gebiet sein, kann das sein? Ah, hier oben mit den Gleisen. Ich bin mir nicht ganz sicher, du. Ja, wir sind direkt beim Gebiet, wenn wir jetzt nach rechts gucken. Ob sich hier schon Leute verstecken? Wollen wir mal runter gucken? Also, zielen, runter zielen. Ich laufe mal hier entlang. Ja, aber fällt ein bisschen auf, wenn du da so lang läufst. Ah, das Loot. Hast Loot gefunden? Das ist viel zu ruhig. Irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Irgendwas stimmt hier nicht. Du, hier ist nichts. Erstmal zumachen oder was? Da ist noch Benzin. Das gelbe Haus? Nein, nein, nichts halt. Ins gelbe? Ich jetzt? Hier rüber. Dann mach die Tür auf. Warte. Ich gucke nochmal links und rechts. Liebe Kinder da draußen, immer nach links und rechts gucken, wenn ihr über die Straße läuft und auch über die Schiene. Ganz wichtig. So, ich bin bei dir. Ich mach zu. Hier war nur Munition drin. Ah, du hast was, aber du hast was gefunden. Ja, das war's, aber mehr nicht. Irgendwie traurig. Oh! Haben. Oh, der ist aber weg. Aber da muss noch ein zweiter sein. Die andere Tür? Na, ich guck die Tür. Du stehst ein bisschen scheiße, ne? Hinter diesem Fenster. Ich hätte. Aber jetzt dürfte mich keiner sehen, oder? Ich habe was gehört. Oder warst du das? Ich war das. Oh. Ich gehe mal kurz raus und gucke. Ja, mach nicht so ein Tieren quatschen. Und lass uns den gemeinsam looten dann. Aber sag Bescheid, wenn du hier vorne an der Tür rumrennst, wo ich schieße auf jedes, was jetzt hier. Ja, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Wenn du das dann bist, ich komme dann tut mir leid. Okay, du bist jetzt vorne, ja? Warte. Ja? Kommst du von links oder von rechts? Ja. Ich bin da. Okay, dann lass uns zusammen looten. Oder lass mir was übrig und dann wechseln wir. Ja, ja, machen wir so. Genau, dann halte ich erstmal die Wache. Mit A nimmt man eine Wache auf, wunderbar. Alter, Junge! Nimm den unter Beschuss. Ja, ich hab'n. Sehr gut. Du machst den. Gut. Jetzt kannst du alles looten, ich nehm den hier. Ah, da ist noch einer! Ja, okay. Oh, bin ich, Mann! Ach so! Oh! Was machst denn du schon hier? Ich dachte, du bist am Looten! Oh, bist du das Wahnsinn? Ey, also. Ey, das kannst du nicht machen. Du, wir müssen uns irgendwie auf Teamsachen einigen, wirklich. Ich sag's dir immer wieder. Okay, ich bin voll, Alter. So, ich bin komplett voll. Na, also ich bin nicht ganz voll, aber die Kiste ist jetzt auch zum Greifen da, das weißt du. Ja, aber nee, ich habe keine Muni mehr, nicht mehr. Wo bist du jetzt hin? Ich stehe neben dir. Hä? Ach da. Wohin? Ne, lass uns rausgehen, ich habe keine Munition mehr. Ich bin komplett blank. Gut. Wo ist denn raus? Achso, hier geradeaus, in China. Wobei, ich könnte halt die Pistole nehmen, dann habe ich halt 75 Schuss mit der Pistole. Weiß ich nicht. Wir können ja warten vorm Ausgang. Und wenn dann der Typ kommt, können wir uns ja noch versuchen abzugreifen. Aber dann guck mal. Pam, pam, pam. Sonnergy, neue Waffe. Und schon zwei Kills. Ja. Nachteil, ich habe keine Munition mehr für die Waffe. Das war der einzige Einsatz dieser Waffe. Oh
craften kannst du auch keine, weil du ein niedriges Shatter-Level hast. Die könnte ich tatsächlich craften, die Waffe. Ich habe sogar Bauteile für die noch. Ich meine die Muni. Achso, die Muni, nee. Ja, das stimmt. Alter, ich habe ein bisschen Angst, wenn von hinten einer kommt, wo ich bin gerade. Ah, da oben! Was oben? Wo oben? Ah, ich sehe. Ausgang. Ja, hab's gesehen. Da lauert einer. Das wird wahrscheinlich der eine Freund sein von den anderen, oder? Ah, ne, den habe ich ja umgebracht. Ah, ich sehe ihn da oben. Was meinst du denn, zusammen drauf schießen? Komm, komm. Warte, ich habe auch noch eine andere Waffe gefunden. Ich glaube, ich habe ihn. Nee! Läuft runter, er läuft runter. Der haut ab. Der haut ab, Vogelmann. Der hat sich da hinten verkrochen. Der ist raus. Oh, ich hab. Muss nachladen. Meinst du, der ist raus? Ja, ja, der ist schon raus. Was ist mit der Kiste? Wollen wir warten noch hier? Wollen wir noch warten hier? Okay. Warte. Ich gehe hier oben mal in den Bus rein. Ins Gebüsch. Mein Gott, Spannung schon wieder hier im Vigo, Alter. Na, ob jemand die Kiste nimmt? Von wo kommt denn das? Hätten wir die Chance, noch hinzurennen? Nee, der kommt nicht zu uns. Der kommt nicht zu uns. Naja, noch hat ja keiner die Kiste. Von wo kommt denn die? Na, wobei, die atomare Scheiße kommt direkt von gegenüber. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass hier keiner kommt. Die Frage ist, ob überhaupt jemand die Kiste nimmt. Weil wir könnten es noch schaffen, hinzurennen und die zu holen und wieder hierher zu rennen. Dann lauf alleine. Willst du nicht? Ich will nicht. Sicher? Ich habe zu viel Loot, zu guten Loot. Naja gut, dann lass uns rausgehen. Hier wird jetzt eh keiner mehr kommen. Okay, komm. So. Ja, spannend. Schon ein bisschen spannend war es gerade. Also, was hat denn der lootmäßig gehabt? Naja, auf jeden Fall auch, doch eigentlich schon so ein paar Sachen. Eigentlich Sachen, die man auch 30 braucht. Metall habe ich gefunden, Alter. 30 Metall ist gut. Das ist ja gut. Der hat ordentlich was gelootet. Das lohnt sich. Ja, ich bin stolz auf mich, aber schade. Das war der letzte Einsatz dieser Waffe. War besser als die Omi, die war so zielgenau, weißt du? Und die hat dann so eine schöne Feuerkraft noch. Ja, den ja, mit dem wir Natur geholt haben, der kam ja gar nicht klar. Dem war was? An der Tür. Der wurde einmal angehittet von mir und danach hast du ihn weggerotzt. Ja. Da hat sich dann ausgegoogelt. So, was brauche ich denn für die? Das war 76225. 76225. Habe ich vielleicht? Nee. Doch, 12 Schuss hätte. Nee, 12 Schuss. Was habe ich mit 12 Schuss? Das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch. Muss ich mich wieder verabschieden von der Waffe. Aber ich merke sie mir auf jeden Fall. Und irgendwann mal nehme ich sie wieder mit rein. So, dann, was haben wir hier? Die M3 Grease Gun. Die war nicht so geil, ne? Die hatten wir beide scheiße gefunden, oder? Ja, die fand ich auch ehrlich gesagt auch nicht gut. So, ich gucke immer noch eine andere Waffe. Die Pistole eigentlich, aber die hatte, die war gar nicht so verkehrt. Also ich hatte ihn auf jeden Fall gut getroffen. Deswegen ist er ja dann abgehauen. Ich nehme die RPK mit. Scheiße, ich nehme die Grease Gun. Komm. So, die 45. Ach, haha, bringt mir nichts. Hab auch keine Munition dafür. Alter, was drücke ich denn hier im Menü heute rum? Blau Menü. Nee, was nehmen wir denn? Nee, Omi nehmen wir ja immer. Ich habe 44 Schuss für die. Oder kann ich die craften? Tja, ich könnte halt wieder die SKS mitnehmen. Ich hätte aber auch noch die ES-16A2. Aber halt auch nur eine. Und die kann ich danach ich nehme die RPK mit. Die kann ich danach nicht mehr craften. Ich muss mal gucken, wie die hier ist. Aber 150 Schuss habe ich. Ich probiere sie mal. Gucken, wie die schießt. Bist du ready? Boah. Bist du ready? Ja. Gut. Ja, ja, liebe Freunde, jetzt seht ihr das auch übrigens. Also die Karte ist weg, das ist jetzt zufallsgeneriert, welche kommt. Also es ist nicht mehr so, dass einem nur eine pro Tag ist. Das kann man jetzt gut finden und schlecht finden. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zum Nachteil ist, was jetzt das Lobby finden bedeutet, weil jetzt hat man ja 6 verschiedene Karten, wo man hoffentlich dann Leute trifft. Ich weiß es nicht. Vorher nur eine. Ich habe ein bisschen Angst.
bisschen Angst habe ich. Ich weiß nicht. Nicht, dass wir ja gleich wieder 5 Minuten suchen. Jetzt müssen wir die Leute wieder 5 Minuten hier am Ladebildschirm unterhalten. Ich meine, ihr YouTuber, ihr könnt einfach vorspulen. Das ist ja nicht das Problem. Oder ich teste gleich mal die Waffe am Schießstand. Siehst du, das könnte man noch machen. Null. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Crafting aus? Irgendwas schon in Reichweite? Nö. 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 Aber Chemikalien sinnvoll. Das ist gut. Brauche ich ja bald. So, dann testen wir mal die Waffe. ES-16A2. Hat auf jeden Fall lila Munition. Geht auch nur in Burst oder Single, ne? Die Waffe. Okay. Burst ist geil. Ich bin Burst-Fan. Echt? Ich mach auch Burst. Ah. Oh ja, das ist nicht schlecht. Aber man muss natürlich auch ein bisschen zielen. Aber es geht gut. Es geht gut. Na, ich bin gespannt. Ich hab die RPK, die zersägt nur. Die zersägt nur? Na, dann bist du für die Nähe zuständig, ich für die etwas weitere Entfernung. Okay. 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 Und möglichst ohne sterben, weil die Waffe kann ich danach nicht nochmal craften. Ich danach auch nicht mehr. Das ist jetzt voll das Risiko, aber du weißt genauso, wenn wir das sagen, dann werden wir sterben, das weißt du. Und jetzt hat ja einer jetzt drunter geschrieben unter einem YouTube-Video, ist er bei der Folge angekommen, wo wir beide gestorben sind, wo wir den Ausgang, über den Ausgang springen wollten. Er hat auch gesagt, er hasst diese Stelle, hat er gesagt. Ja. Und da muss ich natürlich... Da geh ich auch nicht mal hin. Da muss ich zustimmen. Also das ist, der Ausgang ist für mich definitiv Geschichte. Nie wieder. Nie wieder! Und irgendwann sind wir so stressig unterwegs, dass wir da wieder landen. Ja, aber dann werden wir ja sehen und dann werden wir denken, nein, wir werden das gar nicht probieren. Dann lieber sterbe ich von der atomaren Welle, als statt dort den Graben runter zu knallen. So, oh, wir haben eine Lobby. Ja, Server! Ja! Das ist Wahnsinn. Warum schickst du uns auf eine Karte? Oh, Grontheim Valley. Das ist gut. Wobei die halt auch schwer waren, ne? Wegen den vielen Häusern. Da ist ein Nahkampf jetzt eigentlich besser. Häuser sind toll. Häuser sind toll. Super. Klasse. Oh, ich hab irgendwie Muskelkater nur, ey. Aua. Warum, hast du mal Sport betrieben? Ja, so ein bisschen. So. Ich hatte so nach Weihnachten... hatte ich irgendwie so keinen Bedarf mehr so auf Sport, ne? So 0, so 0,0. Und war auch bis jetzt irgendwie faul. Jetzt machst du immer wieder was, weißt du? So einmal 5 Minuten, weißt du? Und dann, oh, Muskelkater am nächsten Tag. Furchtbar, man wird alt und rostig. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. So, Ladebildschirm. Komm. Komm aus der Busche. Zieh. Die andere mal ein paar da schneller geladen. Ah, hier sind mehr Häuser, weißt du, da muss mehr laden. Ja, aber wir sind, oh, wir sind mal auf der richtigen Seite. Oh, guck mal, ich markiere uns direkt das Haus. Du weißt, welches Haus. Die Safe Zone. Oha. Das wird interessant, die werden alle dahin rennen, Vogelmann. Aber wir können ja aus der Ferne erstmal beobachten. Bist du das? Bist du das, der da springt? Ja. Okay, der macht doch nicht so eine Scheiße. Warum bist du schon da vorne? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich da zu diesem Haus hingehen will. Warum denn nicht? Aber dann können wir aus der Ferne erstmal beobachten, wer reingeht und wer rauskommt. Aber kriegt uns eine so schöne Häuser, da will ich rein. Ja, okay, dann lass uns erstmal hier hinten die Häuser nehmen. Hast ja recht. Komm. Hast ja recht. Ich nehme die Gartenlaube erstmal hier unten, okay? Hallo. Pass aber mal auf, weil hier hinten können auch welche starten, ne? Weil da bin ich auch mal gestartet. So, Gartenhäuschen nix. Ich komme mal rein. Nee, wir haben auch nichts. Genau, okay. Das Haus hoch. Du hast auch nicht. Super. Hast ja tolle Häuser dir ausgesucht. Tür geht nicht auf. Doch, jetzt. Ich gehe rechts rein. Ich gehe links, die Sachen. Nichts. Ich habe gar nichts. Ich sehe bisher auch nichts. Oder ich habe etwas übersehen. Kann auch natürlich auch sein. Wow, schreib mir nicht so. Mann, ey. Nee, hier ist gar nichts drin in dem Haus. Ja, müssen wir so oben hoch. Wo ist oben? Da, geradeaus.
Geradeaus. Zu denen. Oh, das ist aber gefährlich. Also da passt wirklich auf. Max gefährlich. Ja, du wolltest gerade eben nicht zu den einen Haus gehen, aber jetzt auf einmal Max sie gefährlich. Na klar. Nee. Warte mal, warte mal, warte mal. Aufpasse. Du links rum, ich rechts rum. Wenn er hier hochgehen würde, aber naja. Okay, hier ist ein Auto, was auf jeden Fall noch nicht. Scheiße, jetzt habe ich nachgeladen. Das ist natürlich kacke, weil ich mich jetzt verraten habe. Oh, das hat einen Treppenaufgang. Bist du schon drinne? Ja, ach, da bist du. Ja. Okay, ich gucke jetzt da hoch. Schön die Waffe anlegen. Scheint safe zu sein. Kannst du hochkommen? Was war das? Fertig. Nee, da hat doch was anderes geknackst. Oder war das die Dielen? Das waren die Dielen. Oh, furchtbar, ey. Oh, ich habe mir gerade in der Reflexion gerade einen Typen hier eingebildet. Ja, bei Vigo warst du wirklich manchmal so richtig blöde, ne? So richtig? War das was? Ja, man achtet halt auf alles, was sich bewegt, ne? Ja, ja. Was ist denn da unten mit dem Wohnwagen? Und den LKW? Genau, hatte ich auch vor. Gut. Da ist noch ein kleines Auto. Ich gehe mal an das kleine Auto ran. Auto hat nichts. Wohnwagen hat was. Wohnwagen hat was, super. Ja, nur Munition. Hier liegt noch eine Kiste. Wo denn? Ah. Ein Verband. Immerhin hat man hier nie welche dabei. Nee, das stimmt allerdings. Ich würde mal interessieren, da draußen an euch alle Vigo-Spieler, nehmt ihr Verband und diese ganzen Pillenscheiße überhaupt mit? Oder habt ihr genauso wie wir sammeln und das war's? Ich sehe noch nicht die Bedürftigkeit dahinter, ne? Also ich meine, ja klar, ist es schön, wenn du angehittet wirst, aber... Das warst du, oder? Mit der Tür? Okay. Ja. Lass uns mal hier oben in das Haus rein. Ah, warte mal, ich sehe noch was. Ich auch. Fläschchen. Nimmst du das? Ja. Eine AKM gefunden. Oh, warte mal, ich habe auch noch was gefunden. Ich gehe jetzt rein. Komm mal mit, warte. Dann mach dann hin. Ich check nur kurz ab hier. Ich gehe hier vorne an. Nur rechts, genau da. Achso, das ist das Einzige? Ja, das ist das Einzige. Oh, okay. Ja, ja. Ja. Sorry. Nicht lange verzagen, weitergehen. Okay, 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 okay. Da, wo ich markiert habe, ist ja auch ein Ausgang. Unabhängig davon. So, flupp. Ich habe ein Geräusch eingebildet. Ich weiß es gar nicht. Wie ich sagte, du wirst ja echt bekloppt. Auch schon alleine durch diese Geräusche immer durch den Wald, ne? So, jetzt müssen wir aufpassen. Hier ist doch das Haus, oder? Wo läufst du lang? Wo bist du hin? Ich bin hier am Felsen. Okay. Also ich laufe hier drüben lang. An den Felsen. Bist du das? Ich laufe hier an den Felsen lang, ja? Bist du wirklich, ja. Du bist ganz schön weit weg von mir. Denk dran, ich hab den Kopf. Naja, ich hab gedacht, wir laufen so parallel drauf zu, weißt du? Und spielen uns erstmal die Häuser aus. Ich weiß ja nicht, wo ist denn die Karte? Ach, das sind doch gar nicht die Häuser mit den Dings. Wollen wir ins gelbe Haus rein? Ins gelbe? Ja. Vorm Haus liegt noch was. Das könnte ein gutes Zeichen sein, dass hier noch keiner war. Okay, ich mach die Tür auf. Ich auch, ich bin drinne. Ich auch. Nee, hier war noch keiner drinne. Ich mach mal alle Türen zu, dass das... Wir hören, wenn jemand reinkommt. Da ist nix. Da unten ist ein kleiner Schrank. Oh, ey, also mit Kabel kann ich mich ja wohl langsam tot wieder schmeißen, ey. Bist du hier? Ja. Und hast du jetzt... Okay, das bist du. Ne, hier ist nichts weiter. Nee. Dann lass uns mal zusammen das Haus verlassen.
Wo bist du denn jetzt hin? Schon ein Haus weiter. Ja. Hier vorne. Gleich. Dann lass uns mal zusammen das Haus verlassen. Ich bin schon ein Haus weiter. Ja, weil du mich angeguckt hast, bist du da ein bisschen hierher gekommen. Es gibt so viele Häuser. Hier draußen. Ah, das blaue, okay. Ich wollte gerade sagen grün, weil es von innen grün ist. So, ich habe zugemacht. Nee, verdammt. Jetzt. So, wir sind eigentlich gleich beim Haus, ne? Ja, ja. Jetzt loote da mal ein bisschen. Ich gehe direkt darauf zu und gucke nur. Achtung! Die Tür sind unten auf der Straße. Bist du das da? Bist du da unten? Wo auf der Straße? Bist du da unten? Wo unten? Auf E. Bist du da unten bei E? Bei dem weißen Haus? Nee. Ah, du bist immer noch da. Okay, ja. Ich habe erst Angst gehabt, dass du das bist. Die wollen mich holen. Dann komm zurück ins Haus, komm zurück ins Haus. Ich sehe sie nicht. Bist du jetzt reingekommen bei mir ins Haus? Ja. Oh, hör auf. Wir barrikadieren uns hier oben. Lass mal rein, ey. Ich guck mal durchs Fenster. Ich könnte eigentlich auch durchs Fenster springen. Und die dann wegnaschen. Von hinten. Oh, der Erdbau kommt schon. Geh kein Risiko ein, ne? Hast du gehört? Ich habe kurz den Stern geändert, damit wir den Ausgang dann gleich haben. Sind noch hier. Die werden hochschleichen. Wo bist du? Vogelmann? Psst. 10. Wo? Nenn mir Koordinaten. Auf am Fenster. Ah, ich sehe. Nee, links von dir, Toni. Pass auf, weg! Ja, ich hab noch gesehen. Wow! Au, au, au! Okay, den hab ich nur gesehen. Achtung, die schießen hier durchs Fenster. Hast du gehört? Unten ist die Tür aufgegangen. Nachladen! Oh nein! Scheiße! Den einen habe ich umgebracht und dann muss ich nachladen. Ja, ja, den anderen aber nicht. Oh nein! Scheiße! Auch Menno. Aber es war zumindest spannend und wir sind bei exakt 28 Minuten angekommen, liebe Freunde. Perfekt! Ja, hä? Warum bist du auf immer so laut? Habe ich auch gerade gedacht. Hä? Du bist gerade übelst laut. Alter. Ist wieder weg? Ja, jetzt wieder weg. Du warst gerade übelst laut, du hast mich gerade voll angeschrien. Oh, schon wieder. Okay. Was denn du? Alter, bleib mal ganz unruhig, Baby. Okay, Freunde da draußen, also, es war sowohl erfolgreich als auch nicht erfolgreich heute. Aber es war dafür sowohl in beiden Matches recht spannend und unterhaltsam, würde ich doch mal fast behaupten. So, und darum, Vogelmann, würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Machen wir. Machen wir, oder? Sag mal schön mit Ö und ohne I am Ende. Und dann sagen wir Dankeschön fürs Reinschalten, Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen und natürlich, ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Vigo auf der Xbox One X. Und, Vogelmann, hast du heute eigentlich überhaupt Co-Stream gemacht? Nee, habe ich heute diesmal nicht. Schäme dich. Absolut schäme dich. Ja. Schande über mein Haupt. Ne? Dich. Okay, also, dann schauen wir mal, dass es beim nächsten Mal wieder Co-Stream gibt. Bis dahin, haut rein, euer Sonnegy und natürlich auch der Vogelmann.